Dann haben wir ganz konsequent umgestellt auch auf Biomüll. Da ein großes Lob letztendlich auch an die Stadt Passau, die das uns mit ermöglicht hat, dass wir, obwohl wir im Zentrum herinnen sind, im Innenbereich, dass wir hier Biomüll abholen dürfen oder Biomüll für uns abgeholt wird. Es ist so, dass wir ca. 2 Tonnen Restmüll an Biomüll haben. Das kommt zustande, dass wir 1,2, 1,3 Tonnen Kaffeepulver haben und Nasterkaffee wiegt bekanntlich deutlich mehr. Sind wir sehr erfreut, dass wir das dem Kreislauf anders zuführen können. Dann haben wir eingeführt unser Abfallzentrum. Das heißt, die Mitarbeiter mussten darauf verzichten, durften darauf verzichten, dass der Abfalleimer mittlerweile noch im Büro ist. Die Abfalleimer gehen zentral in Abfallzentren, sodass der Mitarbeiter, wenn er Restmüll hat oder Wertstoffmüll hat, diesen in die Abfallzentren bringt. Dadurch sparen wir uns bei 140 Büros, zweieinhalb Mal in der Woche werden die durchschnittlich gereinigt, dadurch sparen wir uns ca. 18.000 Plastiktüten im Jahr, die wir nicht mehr verwenden, nicht mehr an Müll produzieren.